Das ist die Mainwelle am Freitagvormittag um 11 nach 11. Und heute kommen wir zu dem letzten, zum fünften der fünf Gymnasien in Bayreuth, das gleich neben dem Hans-Walter-Wild-Stadion liegt. Heute ist das Gymnasium Christian-Ernestinum dran, kurz GCE. Und die Buchstaben GCE haben für die Schule aber auch noch eine ganz andere Bedeutung, wie uns Schulleiter Franz Eisentraut erzählt hat. GCE heißt für uns Geist, Charakter und Engagement. Und das vereint eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen auf der einen Seite eben Wissen vermitteln, Kompetenzen, aber auch den Charakter bilden und gleichzeitig aber auch den jungen Menschen klar machen, dass sie durch ihre Bildung und durch ihr Vorankommen auch Verantwortung für andere haben. Also Engagement zeigen müssen für sich und vor allen Dingen auch für andere und die Gesellschaft. Mit rund 700 Schülern ist das GCE das kleinste Gymnasium in Bayreuth, aber auch sehr traditionsreich, denn das GCE feiert im nächsten Schuljahr schon 350. Jubiläum. Ganz schön lange Zeit. Und es unterscheidet sich schon in den ersten beiden Schuljahren von den anderen Gymnasien. Wir sind das einzige Gymnasium in Bayreuth, das in der 5. Klasse bereits mit Latein beginnt. Das machen die meisten Schüler, die zu uns kommen, aber nicht alle. Man kann auch mit Englisch beginnen. In der 6. Klasse hat man dann die jeweils andere Sprache. Also dann, wer mit Latein begonnen hat, hat dann Englisch in der 6. Jahrgangsstufe und wer mit Englisch begonnen hat, Latein. Natürlich gehören auch am GCE Klassenfahrten, Skikurse, eine Berlinfahrt und natürlich die Abiturfahrt einfach mit dazu, ist klar. Und auch ein breites Angebot an Wahlfächern gehört zum Schulleben des GCE. Im Wahlfachbereich, denke ich, sind wir besonders stark aufgestellt im Theaterbereich, im künstlerischen Bereich auch. Das ist eine Besonderheit, denke ich, bei uns und wir können deswegen eben ein so breites Angebot anbieten, weil wir eben im Pflichtunterricht uns da etwas schmäler aufstellen. Auch Schüler mit berufstätigen Eltern werden am GCE gut betreut, denn es gibt eine offene Ganztagsschule. Da werden mit den Kindern die Hausaufgaben gemacht oder auch Spiel und Spaß kombiniert. Das kommt auch nicht zu kurz. Und auch sonst ist das Verhältnis zwischen Lehrern und Schüler sehr familiär, sagt der Schulleiter. Und eine Besonderheit am GCE ist auch noch, dass es ein internes Begabtenförderungskonzept gibt. Das heißt, besonders begabte Schüler werden da trotzdem im Klassenverband individuell gefördert. Da können Sie sich auch gern nochmal vor Ort am GCE selbst informieren. Auch das GCE nimmt an den Informationstagen teil. Dort ist es am 9. März, morgens um 9:30 Uhr. Eine Infoveranstaltung am GCE, können Sie sich informieren, direkt vor Ort.